wie viele Plastikflaschen ich schon mit rein der Benutzung von festem Shampoo gespart habe, jetzt über Jahre hinweg, möchte ich gar nicht dran denken. Inzwischen haben sich solche Teile in der Drogerie etabliert. Das ist jetzt ein Altera Shampoo und wie ich das feste Shampoo gefunden habe, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wer mich kennt, weiß, dass dieses Format hier mein Baby ist. Feste Shampoos teste ich gerne, nütze ich auch gerne und vertrage ich auch gut. Dieses hier habe ich jetzt schon eine ganze Weile zu Hause und bei Rossmann hat sich einiges getan. Von Altera gibt es nämlich jetzt hier eine duftstofffreie Version, pH-neutral. Ich kenne sie nicht. Sie sind von ihrer Art und Weise immer ein bisschen ähnlich. Aber das kann ich euch schon zu Anfang empfehlen, wenn ihr Probleme mit der Kopfhaut habt. Sowas höre ich nämlich immer wieder. Wenn ihr Probleme mit der Kopfhaut habt, kann es durchweg an so Duftstoffen liegen, die deklarationspflichtig sind, weil Kopfhaut ist eben auch Haut. Und das Shampoo wäscht man zwar runter, aber gerade in Verbindung mit so einem Sulfat und so, da einfach mal ein bisschen rumprobieren. Ich finde es richtig klasse, dass es das eben auch ohne Duftstoffe gibt. Ich denke, ich werde es schon auch noch probieren, aber ich werde da kein Video dazu machen, weil das von Hersteller zu Hersteller oft ähnlich ist. Also wenn man vom gleichen Hersteller eben ein festes Shampoo testet, dann sind die echt ähnlich, ne? Aber was ich euch eben auch an die Hand geben möchte, ist halt, nur wenn man mit einem Hersteller nicht klarkommt, ist es nicht so, dass alle feste Shampoos nicht funktionieren. Also es hängt immer mit der Zusammensetzung zusammen. Das soll intensiv reinigen? Finde ich nicht. Also es reinigt schon ganz gut, aber intensiv reinigen tut's nicht. Ich habe inzwischen schon eine ganz schöne Menge von dem Shampoo verbraucht. Grob gesagt, habe ich mir 6 oder 7 Mal die Haare damit gewaschen. Gut, das ist halt noch nicht mal die Hälfte. Aber ich finde trotzdem, es geht schon relativ viel weg. Ich muss dazu sagen, ich wasche alle 5 Tage meine Haare. Und ich habe so ein bisschen das Bedürfnis, das immer 2-mal zu machen, dass halt wirklich alles rauskommt. Ich habe inzwischen, also ich trage inzwischen meine Locken mehr. Und wer Locken trägt, der darf sich zum Beispiel die Haare nicht kämmen, weil sonst machst du die Locken kaputt. Und das ist immer so eine Sache, ne? Und da sammeln sich Stylingartikel an, Trockenshampoo, Staub natürlich. Und nach 5 Tagen möchte man das schlicht und ergreifend, oder ich zumindest, möchte halt da wirklich quietschsaubere Haare haben. Und nach 1 Mal schafft es das Shampoo nicht. 2-mal? Ja. Ich habe es jetzt auch hin und wieder mal so als Reinigungsshampoo verwendet, wenn ich ein medizinisches Shampoo benutzt habe. Da funktioniert schon auch ganz gut. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, mag ich das Shampoo von Shea, werde ich dir mal hier verlinken, mag ich wesentlich mehr, weil das reinigt einfach irgendwie ein bisschen besser. Ich bin trotzdem gespannt, falls du Erfahrungen mit der duftstofffreien Variante hast, gerne unten mal in die Kommentare. Das riecht jetzt nicht sehr stark, ne? Also ich habe es schon eine ganze Weile und es hat so diesen sauberen Geruch, ne? Also ich komme mit Duftstoffen, wie schon erwähnt, gerade in festen Shampoos oder allgemeinen Shampoos ganz gut klar. Aber wenn du Reaktionen halt eben zeigst, bietet halt eben inzwischen Rossmann eine duftstofffreie Variante an, was richtig, richtig cool ist. Ein Tipp, was mir eine Abonnentin gegeben hat, gerade bei so festen Shampoos, nützt sie zum Duschen, wenn sie nicht funktionieren. Und das funktioniert einwandfrei, weil wenn man sich mal die Zusammensetzung von so festen Duschstücken anguckt, das ist meist ähnlich. Ich habe auch schon bei der Inkipedia gesehen, also bei der Shenya, dass die so richtig reichhaltige Shampoos sogar zum Beine rasieren verwendet. Warum nicht, ne? Also die sind halt wirklich variabel einsetzbar. Ich finde es halt großartig, dass es inzwischen in der Drogerie sowas zu kaufen gibt und man inzwischen auch eben eine Auswahl hat und da wirklich halt nach dem Shampoo gucken kann, was man favorisiert. Bei mir auf dem Kanal gibt es keine Marken, die irgendwie Tierversuche machen oder
nicht vegan sind oder so, das gibt es bei mir nicht. Ich gucke mir gerne auch kleinere Manufakturen an, aber gerade so im Vergleich zu anderen Shampoos ist das schon recht gut. Das ist aber nicht das Beste meiner Meinung nach. Ich habe mit den pflegenden Stoffen nicht so das Problem. Auch wenn ich relativ feines Haar habe, habe ich ja Gott sei Dank viele Haare. Bei mir macht es nichts aus. Und wie man eben auch mit meiner Haarstruktur gerade sieht, ich habe ja inzwischen trage ich ja meine Locken. Ich will immer sagen, ich habe Locken, die habe ich schon immer gehabt. Inzwischen trage ich meine Locken wieder mehr. Das funktioniert ganz gut. Obwohl Sodium-Kokosulfate drin sind, es ist nicht das, das hautfreundlichste Sulfat, aber für mich funktioniert es ganz gut, weil ich halt eben auch das Bedürfnis habe und durch das, dass eben meine Haare so fein sind, nicht, dass sie zu schwer werden, ab und zu muss da halt wirklich mal gut durchgewaschen werden. Ich kann euch natürlich nicht sagen, wie das Shampoo bei einer Verwendung von jedem Tag, wie es da funktioniert. Es kostet 4,99 €. Ich werde euch hier jetzt mal die Inhaltsstoffe auch einblenden. Das, die duftstofffreie Variante ist natürlich so ein bisschen variabel. Wenn ich so dran denke, bewusst spare ich ja Plastik nicht unbedingt ein. Also ich komme mir immer so ein bisschen schäbig vor, weil man kriegt ja mit, was man immer noch an Plastik verbraucht. Aber ich verwende jetzt schon so viele Jahre fast ausschließlich feste Shampoos und habe schon einige Flaschen Shampoo gespart. Da bin ich echt froh drum. Da bin ich wirklich froh drum, dass ich eben recht gut mit solchen Produkten klarkomme. Nochmal an diejenigen von euch, die eben schlechte Erfahrungen mit festen Shampoos gemacht haben, bleibt da wirklich dran. Denn wie gesagt, nicht jeder Hersteller ist gleich. Wenn man vom selben Hersteller unterschiedliche Shampoos probiert, die sind meist ähnlich, gebe ich echt zu. Aber wenn man so die unterschiedlichen Hersteller sich mal anguckt, das geht es ein bisschen anders. Ich habe jetzt als letztes das Shear verwendet. Ich verlinke dir das auf jeden Fall mal unter dem E, da guckst du rein. Da findest du einen ganzen Ordner. Und das Shear war für mich nach meinem Empfinden ein bisschen besser. Es hat halt einfach besser gereinigt. Also da war die Zusammensetzung so ein bisschen anders. Kennst du dieses Shampoo? Hast du vielleicht schon mit der duftstofffreien Variante irgendwie Erfahrung gemacht? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich über deinen Kommentar diesbezüglich wirklich freuen. Gibt es irgendwelche Vorschläge, welche Shampoos ich hier noch vorstellen soll? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Es können durchweg auch feste Shampoos von Online-Shops sein, die ich mir mal angucken soll. Gerne für Vorschläge bin ich absolut offen in diesem Format. Oder welche festen Shampoos du verwendest und welchen du am allerbesten zurechtkommst, kannst du mir gerne auch unten in die Kommentare packen. Nur ist es wichtig, das Shampoo muss vegan sein, das Shampoo muss tierversuchsfrei sein, also auch der Hersteller muss tierversuchsfrei sein natürlich und das Ganze darf kein Mikroplastik haben. Aber solche festen Waschstücke oder festen Shampoos sind generell nicht mikroplastikbelastet. Also da braucht man sich keine Gedanken machen. Und ganz am Anfang war es immer noch so, dass sie in diesen Verpackungen auch noch Plastik drin hatten. Aber inzwischen sind sie da auch dahinter gekommen, dass es einfach nicht notwendig ist. Habt ihr damit Erfahrungen gemacht? Gerne unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video einen Daumen nach oben, falls es dir gefallen hat. Hinterlass einen Kommentar, wenn du Bock hast. Ich melde mich ab, sag danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!